Namaste, liebe Wassermann-Kinder, Janine hier, September-Horoskop. Wassermann-Kinder, ich hoffe, ich schreie nicht. Mich hat's wieder erwischt nach 5 Monaten und ich höre mich ganz schlecht. Also ich hoffe trotz allem, dass ihr mich aber gut versteht. Ich bin jetzt die nächsten Tage daheim. Geschenkte Zeit. Gucken wir mal, für was das alles gut ist. Also, Wassermann-Kind. Du hattest, zumindest einige von euch, für den August, dass hier jemand auf Beobachtungsposten ist. Ich denke, dass es du bist. Und ich denke auch, dass diese Energien im August sich auf den September dass es so rüberschwappt. Ja? Es ging um göttliches Zeitplan, was auch immer es ist. Und es ging um Beziehungsdynamik an sich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier einige im August oder jetzt im September, dass es sich ausbezahlt hat, mehr auf Beobachtungsposten zu sein, als zu agieren, zu sehr sofort in die Aktion zu gehen und dass ihr auch immer besser versteht, dass es nicht mit dem Verstand immer alles zu kontrollieren ist, sondern dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Raum gibt. Ja, lass uns mal gucken hier, was der September so sagt. Spirit sei so gut. Das Thema für Wassermann-Kinder 2022, bitte. Merci. Erfolg. Ich glaube, hier öffnet sich einiges. Einige könnten es schon in den letzten Tagen und Wochen gespürt haben. Für manche wird es im September einfach sein. Das ist super schön. Ihr seid jetzt das vierte Zeichen und alle vier hatten Karten, wo die Arme aufgemacht werden. Es geht um Initiation. Ich sehe hier jemand, der viel, viel mehr mit seinem höheren Ich arbeitet, mit seiner Intuition arbeitet, also mehr mit dem Licht in Gänsefüßchen. Lass uns gucken, worum es geht. Schön, echt schön. Beglückende Veränderungen und schon wieder die Arme nach oben. Ja, und schon wieder dieses Licht am Kronenchakra. Egal welche Situation, okay. Und hier haben wir wieder die Sonne. Also super schön. Lass uns gucken. Spirit, sei so gut. Worum geht es hier im September? Was möchte kommen? Was möchte initiiert werden? Verstanden, verändert werden, damit die besten Resultate rauskommen. Egal, ob das Finanzen sind, Gesundheit sind, ist oder Liebesbeziehungen, Beziehungen aller Art. Wassermann, Kinder, September 2022, bitte. Worum geht's? Mach auch die Arme auf, ja, sei offen, deinen Impulsen auch zuzuhören. Fokus. Worum geht es? Ich werde die Liebesengel später dann auch ziehen, okay? Aber jetzt geht es mir einfach allgemein um das Thema an sich. Wassermann-Kinder, bitte neu sortieren. Danke, ja, loslassen, bestimmte schmerzvolle Erfahrungen loslassen, die einem nicht mehr dienlich sind. Das möchte gerne im September kommen. Das heißt, es ist Heilung. Emotionen, die einen nicht mehr gut tun. Schmerz, das mag nicht mehr da sein. Das möchte im September umgewandelt werden und das ist ein Loslassprozess und du wirst Erfolg auch haben. Gar keine Frage. Lass uns weiter gucken. Was noch, Spirit, bitte? Sie guckt nämlich auch ganz, ganz klar in die Zukunft. Sie weiß ganz genau, wohin sie will. Und sie weiß, dass sie nur auch Erfolg haben kann und Gutes anziehen kann, ob es, wie gesagt, eine Beziehung ist, ob es das Thema Liebe an sich ist, auch Selbstliebe, Gesundheit, wenn sie alte Emotionen hier loslässt, weil sie braucht da nicht mehr festzuhalten. Ja? Dieser Kessel ist kaputt. Aber sie ist ganz, ganz fokussiert nach vorne. Was noch bitte, Wassermann, Kinderspirit, sei so gut. Liebe geistige Welt. Dankeschön. Für einige wird es
Wiederzeit höre ich, kleine Gruppe, aber auch eine Gruppe hier, sich mit Musik wieder zu beschäftigen. Und Musik wird auch helfen, bestimmte Emotionen loszulassen. Für einige kann es selbstverständlich das Musizieren an sich sein. Vielleicht bist du Musiker, vielleicht bist du Texter, vielleicht irgendetwas in der musischen Branche und du wirst da Erfolg haben. Lass die alten Geschichten vielleicht los, das sind nur zwei oder drei von euch. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht. Du wirst erfolgreich sein, was das angeht. Das Negative, was geschehen ist in diesem Bezug, wie gesagt, diese ganz kleine Gruppe, bitte loslassen. Für die meisten aber wird Musik sehr heilsam sein im September. Ja, auch wenn ihr das vielleicht jetzt noch nicht versteht, vielleicht Ende September kommt dieser Aha-Moment. Was noch bitte? Das reicht. Es geht um Vertrauen und es geht, das Leben wieder im September für sich zu entdecken. Ihr habt die Karte Entzücken, ihr habt hier ein Einhorn, der Spaß hat, der die Welt eigentlich erkundet. Für mich auch eine Karte Entzücken hat immer was mit seiner Frequenz der Dankbarkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige immer mehr in diese Richtung zieht, bewusst oder unbewusst, dass ihr immer dankbarer seid für die Erfahrungen, die ihr gerade macht, vor allem die positiven. Und je mehr in diese Dankbarkeit geht, desto mehr werdet ihr natürlich das anziehen. Ja, ein großes Verständnis hier kommt für einige von euch. Und auch das Thema Vertrauen. Und nicht vergessen, ihr habt die Karte Erfolg als Hauptenergie. Ja, also ihr werdet erfolgreich sein im Leben im September, einfach die Welt wieder ein bisschen selbst für euch zu entdecken, mehr Vertrauen zu haben in eure Intuition, in das Leben an sich. Schön, wie immer eine kleine Gruppe. Entschuldigung bitte. Aber eine schöne. Was noch bitte, Spirit? Körperliche Veränderung und Fortgehen. Okay. Zwei Gruppen. Einige werden Situationen jetzt verlassen. Wir gucken, ob das Liebe ist oder nicht. Du weißt es am besten. Die einem nicht mehr gut tun. Sie dürfen auch diese Situation loslassen und das Leben wieder für sich neu entdecken. Bei einigen wird im September körperliche Veränderungen stattfinden, erfolgreich, ja. Ich möchte hier gerne Spirit noch. Und für einige wird der September wieder so ein offenes Tor sein, um Lust zu haben, wegzugehen, das Leben wieder zu entdecken, Beziehungsdynamiken wieder zu entdecken, einfach diese Neugierde, ja, vom Fortgehen, einfach sich wieder mehr in die Gemeinschaft einzuintegrieren. Habt da Vertrauen und bei einigen kann es sich um Tanzen handeln auch, ja, irgend solche Events, nur als Bestätigung. Spirit, hier noch eine bitte, dann würde ich aber gerne weiter. Merci. Umzug, okay. Die erste Gruppe, die ich genannt habe, hier geht es um Zug fortgehen und das weißt du aber auch, ja? Das sind ganz, ganz wenige, aber es könnte bei dir im Kopf rumschwirren. Falls du gerade eine Wohnung suchst, du wirst erfolgreich sein. Hab da bitte Vertrauen.
und lass da ein bisschen los an diesen alten negativen Gedanken in Bezug auf deine jetzige neue Wohnung. Es ist ein oder zwei Personen. Lass uns weiter gucken. Ich würde gerne wissen, nämlich wer für euch da ist. Es ist nämlich schon viel zu lange wieder für meine Wassermann-Kinder hier. Ich könnte bei euch das immer ganz lange drehen. Das ist ganz spannend. Okay, ihr habt die Valkul, ein ganz toller Meister, der dich daran erinnert, dass du dich erinnern sollst, dass du auf deinem Weg bist. Du bist auf deiner Reise und die ist gut da, wo sie ist. Geh Schritt für Schritt aufs Glück zu. Und das ist das, was ich auch ganz stark merke, dass ihr im September immer besser versteht, dass es nicht um ein Ziel geht, sondern dass es darum geht, wirklich Spaß zu haben an der Reise, ob es in eine Liebesbeziehung ist, ob es in eine Wohnung, neue Wohnung, neues Haus ist, ob es in deine Berufung geht, ob es in deine Heilung geht, das ist egal. Du bist auf dem Weg und wenn du das verstanden hast, dann wird es auch im September spätestens oder jetzt, ja, diesen Klick geben und du wirst immer mehr davon anziehen. Und zwar erfolgreiches Manifestieren höre ich gerade. Geh Schritt für Schritt auf dein Glück zu. Okay, lass uns gucken. Ich würde gerne Liebe mal gucken, was da ist. Also, es geht um die Entfaltung bei dir. Erinnere dich daran, dass du auf dem Weg bist, ja? Ganz, ganz wichtig. Und Schritt für Schritt, darum geht es. Schritt für Schritt. Schöne Botschaft, ganz, ganz klare Geschichte. Spirit, sei so gut für die Wassermann-Kinder in puncto Liebe. Ja, ihr habt das Thema Vertrauen zweimal, das ist kein Unfall. Und ich denke, dass das etwas ist, wo vom Verstand, ne, Wassermännlis, die zumindest, die ich kenne, die sind schon sehr im Kopf, öffnen sich aber immer mehr in die Herzensebene, Intuition. Und das ist wunderschön, weil man das auch sieht, dass es sehr erfolgreich weitergeht, Schritt für Schritt, immer besser. Es geht um Vertrauen in puncto Liebe an sich. Und für einige fordert diese Situation dich auf, wirklich dich in Geduld zu üben. Und Geduld und zweimal die Karte Vertrauen ist schon ein Statement für September einfach nur. Es geht ja nur um September, dass du für dich einfach Schritt für Schritt auf deinem Weg bist und die richtige Richtung auch eingeschlagen hast. Gar keine Frage. Aber ein bisschen Geduld ist wichtig. Für einige, ja, das ist dein Seelengefährte. Ich höre hier auch bei euch gerade gerne Venus anschauen und Mond, speziell wenn es um Liebe geht, weil ich will nicht, dass jeder jetzt denkt, okay, das ist mein Seelengefährte. Es ist echt tricky immer mit dieser Geschichte. Da bin ich sehr vorsichtig, ja. Aber für einige, und dann weißt du das und dann schmunzelst du auch, aber es geht um Vertrauen, es geht diese Situation, sie fordert dich wirklich auf, dich in Geduld zu üben, okay? Und es geht auch darum, ehrlich miteinander über eure Gefühle auch zu reden. Ich denke, September, Oktober, wenn du das in Angriff nimmst, wenn du dich hier drinnen wiederfindest, dann wird es definitiv, ja, also klarer kann die Ansage für dich jetzt nicht sein, dass es erfolgreich wird. Wie gesagt, es ist immer eine kleine Gruppe, aber ihr spürt es, das weiß ich. Okay? Also, ehrlich miteinander sprechen, keine Angst haben, Vertrauen haben, Ängste loslassen in Bezug auf Beziehungen. Ja, du hast jetzt September. September ist das Zepter selber in die Hand nehmen und sein Ding machen. So wie man das selber möchte. Jetzt ist gut, wir haben alle ein bisschen jetzt im Moment so ein bisschen, ne? Das war so ein bisschen Wischiwaschi. Jetzt geht es um Vision, Manifestation, Initiation. Und das ist bei euch definitiv, bei einigen der Körper erfolgreich auf jeden Fall, dass du Schritt für Schritt auf dein Glück zugehst. Erinnere dich bitte dran, werde nicht zu unruhig, ja, sei nicht so harsch zu dir. Es geht um das Thema Vertrauen an sich für euch. Merci. Freiheit. Natürlich, ich habe die Macht und den freien Willen, um meines eigenen Glückes Schmied zu sein. Bestätigt im Grunde genommen diese Seelenkarte genau die Sätze davor. Ja, das ist sehr schön, weil ich das hier spüre, dass hier viele Wassermannkinder erfolgreich den September nutzen werden, weil sie ein größeres Wissen haben,
dass Sie den freien Willen haben. Sie können entscheiden, möchte ich mich im Vertrauen weiter üben in Bezug auf XY, ja? Möchte ich mich im Vertrauen üben, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass das Leben mir gut gesinnt ist, oder möchte ich das nicht? Und hier sind einige dabei, die das erfolgreich manifestieren. Echt schön, schön offene Energien. Lass uns gucken. Heilstein bitte. Charua, spiritueller Schutz. Erinnert mich so ein bisschen an den Amethysten. Du wirst behütet und beschützt, körperlich, emotional und energetisch. Sollte mit dem Körper irgendetwas bei dir nicht in Ordnung sein, in Gänsefüßchen nicht in Ordnung sein, mach dir keine Sorgen. Hier sind körperliche Veränderungen, die stattfinden möchten zum Positiven, da die Erfolgskarte da ist. Ja, und du wirst beschützt und behütet und dein Körper auch. Kleine Gruppe, aber auch wichtige Gruppe, sonst würde es nicht auf dem Tisch liegen. Du wirst emotional und energetisch beschützt. Wunderschöne Karte, ich denke, sehr wichtig, damit du weiterhin dich im Vertrauen übst. Das gefällt mir sehr. Spirit ist schön, schön bei euch im September. Liebe Mondin, letzte Karte. Wassermannkind, falls irgendeine Inspiration hier da war, dann freue ich mich sehr über dein Like. Das würde mir sehr helfen. Dann würde ich das auch im Oktober sehr gerne auch weitermachen mit den Horoskopen. Merci dafür, liebe Mondin, für unsere wundervollen Wassermannkinder hier. Es ist eine ganz kleine Gruppe hier, aber wie gesagt, ich kann es mir leider nicht aussuchen. Bring Liebe in die Situation, egal was das ist. Also weiterhin bitte erfolgreich Liebe in die Situation reinbringen. Und ich merke das ganz stark, weil diese Karte, die sendet die ganze Zeit ein Vibe aus. Ich lasse negative Emotionen, Gefühle und Gedanken auf, was auch immer es ist, was dich bis jetzt genervt hat, bestimmte Personen, Situationen los. Und Neumond im Wassermann, ich meine, mehr geht nicht. Ich denke, dass es im Januar, falls es jemand unten schreiben würde, wäre ich sehr, sehr dankbar. Ich denke, dieser Prozess ist in den kommenden Monaten ganz, ganz stark und du wirst auch merken, dass du immer erfolgreicher sein wirst. Wie gesagt, ob es der Seelengefährte ist, ob es dein Körper ist, das in die Heilung gehen will, ob es ein Umzug wird oder das Thema Umzug an sich, dass sich da einiges für dich klärt und löst. Liebe in die Situation bringen und das ist dein Fokus und das ist dein Schlüssel einfach, Wassermannkind. Alles klar, wunderschön. Dann, ihr Lieben, ich wünsche euch wundervolle Gedanken, tolle Manifestationen in der Liebe, mit der Liebe zu manifestieren und wir hören uns bald wieder. Namaste, tschüss.